Und noch ein Krankheitsbild des jungen Hüftpatienten, die sogenannte Hüftdysplasie. Dabei handelt es sich um eine Entwicklungsstörung, diesmal im Bereich der Pfanne. Die Pfannenentwicklung passiert noch im Mutterleib und im ersten Lebensjahr. Bei der Dysplasie ist die Pfanne zu flach und zu flach. Die Kontaktfläche zwischen Pfanne und Hüftkopf ist sehr klein. Dies kann zu Schmerzen, zu Instabilität und leider auch zu Arthrose führen. Durch die sonografische Prävention bei den Neugeborenen ist dieses Krankheitsbild selten geworden. Umso häufiger wird es allerdings übersehen, weil es eben nicht häufig gesehen wird. Auch die Hüftdysplasie kann mit verschiedenen Beschwerden manifest werden. Dies kann der klassische Leistenschmerz nach Belastung sein. Der Schmerz kann sich in den Oberschenkel ausstrahlen. Einige Patienten beschreiben eine Instabilität des Gelenkes, andere beschreiben komische Geräusche, ein Knacksen oder Schnappen im Bereich der Hüfte. Selten steht eine allgemeine Müdigkeit der Beine und nicht der Schmerz im Vordergrund. Dies kann auch zu einer intuitiven Änderung der körperlichen Aktivität führen, auch wenn die Person es nicht bewusst macht. Wenn die Instabilität im Vordergrund steht, kann man mit Aufbau der Muskulatur um die Hüfte das Gelenk stabilisieren und somit Schmerzlinderung erbringen. Ich kenne auch viele Patienten, bei denen eine Hüftdysplasie überhaupt manifest wurde, nachdem sie aus unterschiedlichen Gründen mit dem Sport aufgehört haben. Wenn die Dysplasie zu starken täglichen Schmerzen führt, besteht die Therapie in die entsprechende Korrektur mittels einer sogenannten Beckenumstellung. Dabei wird der Knochen um die Gelenkspfanne an bestimmten Stellen durchgetrennt. Die Pfanne kann somit flacher und tiefer eingestellt werden und somit wird die Kontaktfläche zwischen Hüftkopf und Pfanne größer. Das reduziert den Schmerz und stabilisiert das Gelenk.